passiert, wenn ich zu viele Nachrichten bekomme, es dann ein Limit gibt? Das ist eine Zange. Ich baue mal zwei davon. Ah, ich bin am Ende angelangt. Eisen! Hey, Kohle! Hey. Okay, die Siedlungsposition ist schon mal nicht komplett scheiße. Da unten haben wir auch noch. Alles klar. So, was ist das jetzt? Das ist die Zange, ne? Ich glaube ja, es müsste die Zange sein. Ich habe da noch eine Angel drin. Sehr gut. Ich habe zwei Spitzhacken drin. Sehr schön. Ich habe, was willst du jetzt? Geologe hat Kohle gefunden. Ja, schön für dich. Da läuft schon mal alles an. Ja, so langsam wird auch der Bauernhof was. Ich habe nur so ein Ding. So, dann kann ich jetzt schon langsam mal das Lager bauen tatsächlich. Läuft, läuft. Das ist die Bäckerei, das Bäckerei. Ich kannst du mal wieder diesen Baum da fällen, dass ich hier eine Flagge hinstellen kann, damit ich dann mein... Ah, das Wachhaus, da muss ich ja noch bauen, ne? Sonst fackelt es mir von unten ab. Ich habe aber nur noch zwei Soldaten, ne? Ja. Gut, dann ist das das letzte Wachhaus, das ich erstmal bauen kann. Bis hier meine Produktion richtig am Starten ist. Bis meine Produktion am Starten ist. Ja. Puh. Ist gerade schon hart. Ich hab noch. Das ist die erste Zange. Das ist die erste Zange. Ist sehr gut. Halt raus. Angel wird nicht mehr gebaut. Axt auch nicht. Zange bekommt jetzt mal Priorität und Sense auch. Ich weiß nicht, ob die schon durch ist. Die Schaufel ist mir momentan egal. So, der müsste jetzt noch eine Zange produzieren. Das wäre geil, dann könnte ich die da absetzen. Und dann werde ich langsam mal Schluss machen für heute. Das reicht. Chat ist eh nichts los von da. Das ist eine Spitzhacke. Hm. Nein, den da sollst du doch fällen. Okay, ich habe momentan eh keine Bauarbeiter, oder? Nein. Aber ich habe einen Hammer auf Reserve. Ja, 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 ja. 1, 2, 3. Gut, ich gucke mal nochmal, was der Gegner so macht. Der baut hier Eisen, Eisen, ja. Das wird nicht beliefert. Er hat, glaube ich, gerade so leicht einen Ressourcenengpass, weil er es völlig übertrieben hat. Und weil das Wegesystem hier nicht so gut ist und gerade völlig zusammenbricht. Das Gold hat er mit Wegen zugebaut, die er nie abreißt. Sehr gut. Gut, er kann Waffen, aber kein Gold herstellen. Und ich bin immer noch in sicherer Distanz zu ihm. Wo bin ich denn? Da bin ich. Gut, die Holzproduktion nimmt langsam Fahrt auf. Ich muss diesen Punkt hier mal entschärfen. Das geht so nicht. Ich weiß noch nicht wie. Das ist so wieder so ein Hauptverkehrspunkt geworden. Ich baue mal noch einen Weg rum. Und vielleicht kann ich so ein bisschen noch korrigieren, wenn ich hier so ein bisschen Wege baue. Korrigierend eingreifen, ihr versteht, was ich meine. Das hat in diesem Spiel noch nie funktioniert. Das wird auch dieses Mal wieder nicht funktionieren. Aber wenn da hinten mein Lager steht und... Ich markiere mir hier oben schon mal noch eine Eisenmine. Da könnte ich mal noch eine Goldmine markieren. Das ist wirklich... Kohle und da mache ich mal noch eine Goldmarkierung und da hätten wir dann nochmal, das ist schon Eisen, ne? Das ist schon Eisen, hier kann ich mir nochmal Eisen markieren, da machen wir mal eine Kohle.
So, was wollte ich noch tun? Ach, richtig, die Gegner anschauen. Was hat er so? Was baut er da gerade? Ich habe erst eine Zange, ne? Eine Zange. Eine Zange. Sehr gut. Das ist schon mal... Das wird jetzt... Oh, das haben sie schon angefangen zu bauen. Der fällt immer noch den falschen Baum. Geil. Und das Wachhaus nimmt langsam Gestalt an. Sehr schön. Ich würde aber jetzt gerne mal, dass du diesen Baum da fällst. Das ist doch nicht so schwer, oder? Noch eine Spitzhacke. Okay, kann ich mit leben. Davon brauche ich ja, wie gesagt, noch 20 Stück. Der Weg kann auch mal weg. Die KI baut nach wie vor keinen Weg, alles klar. So, wo? Ja, komm. Ja, ja, der wird definitiv der Endgegner werden. Ja, noch eine zweite Schmalze, klar, kann man bauen. Warum nicht? Man hat's ja. Man hat's ja. Man hat's ja. Okay, der hat jetzt auch langsam mal angefangen, so Zeug zu bauen. Wird das dann ein Turm technisch? Wie heißt das? Ich habe den Namen gerade vergessen, glaubst du es? Sieht aus wie einer. So, das ist fast fertig. Sehr schön. Schön fertig. Das ist, mein Bauer, er läuft los. Das ist schon mal gut. Dann kann ich da dann nachher gleich mein... Ja, es ist nicht ganz so frei, wie ich es gerne stehen hätte, aber hey. Gut. Apropos gut. Ich werde später noch einen zweiten brauchen. Also baust du davon auch nochmal ein 2. Und noch eine zweite Angel. Ich denke, das werden wir brauchen. Fischereigesellschaften baue ich halt einfach immer gern. Das sind einfache Ressourcen. Und wenn ich da jetzt erstmal nicht weiter expandieren kann, dann... markiere ich mir auch nochmal einen Fischer, wobei vielleicht verspätet. Ich lasse das mal erst noch. Das werde ich so schnell nicht bauen. Und was ist du? Ein neues Gebäude wurde besetzt. Ja, das gibt mir doch Spielraum. Ja, doch, das gibt mir so ein bisschen Spielraum. Alles klar. Gut, das heißt, ich habe jetzt wieder einen Bauarbeiter. Dieser Bauarbeiter kann dann gleich mal so meine Mühle bauen, schnell. Bevor die dann noch einen Baum draufsetzen. Der baut noch, der andere läuft auch noch nach Hause. Ich möchte den Hammer halt gerade nicht verschwenden. Ewig viel Zeug zu bauen hilft mir halt auch nicht, weil ich habe nicht die taktischen Ressourcen dafür. Strategische Ressourcen, die Ressourcen dafür. Aber ich habe schon 145 Leute und ich habe noch einen Unteroffizier. Und dann habe ich mein Limit erreicht an Armee. Gut, habe ich inzwischen... Nein. Fäll doch mal diesen verfickten Baum. Egal, Bäckerei bauen. So, du baust das Lager da hinten. Das wird schon mal Nahrung, Holz, das ist alles schon mal. Es muss dann nicht mehr irgendwie nach da rechts geschafft werden. Apropos rechts, was baust du denn da oben? Was ist das da? Was liegt da noch? Ist das eine Zange? Ist das eine Zange? Zeig mal, dreh dich mal. Nein, das kann jetzt nicht. Das sieht aus wie ein Sack. Das ist ein Kohlesack. Er baut einen Kohlesack. Mein Schlosser baut Kohlesäcke. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich brauche doch noch einen Förster. Na, hm? Ah, noch geht's ja. So, gut, du baust jetzt die Mühle. Du gehst los, baust den Bäcker. Gut, dann markieren wir hier. Was ist du jetzt? Ja, ja, jetzt störe mich mal nicht. Ich arbeite hier gerade, ja. Also hier bauen wir auf jeden Fall noch eine Schmalze hin. Dann bauen wir hier einen Schamit hin. Und da bauen wir noch einen Schamit hin.
Da ich nur einen zum Planieren habe, schicken wir den gleich mal los. Fällt immer noch nicht den richtigen Baum, glaubst du es? Das wird so ein bisschen flankiert, das ist nicht so gut. Okay, Ich würde sagen, das, was ich da so baue, ist dünn, aber so dick ist es auch wieder nicht. Vielleicht sollte ich die Kohlemine von da nach da verschieben. Okay, mir mal da eine Kohlemine und das da kann weg. Apropos weg. Was fertigst du denn da? Das ist noch eine Spitzhacke, davon brauche ich echt noch ein paar. Deswegen kann man da noch ein paar von bauen. Und du fertigst mir da, wobei, brauche ich Schaufel noch für irgendwas anderes außer Planieren? Nein, gut. Dann schnapp dir mal eine Schaufel, mein Freund. Wir machen jetzt noch einen zweiten Planierer. Yes. Schaufel hat sich gelohnt. Schaufelinvestment zahlt sich aus. Kauft Schaufeln. Ah, ich kann da noch eine Flagge bauen. Und da mal die zwei Geolechen dahin schicken. So, was ist das? Was baust du mir da? Eine Sense? Sehr gut, dann kann ich das schon wieder abbestellen. Ich habe genug Sensen erstmal. Noch mein Hammer, was ist du jetzt? Eine neue Lagerhalle ist fertig. Oh, geil. Das erregt mich sexuell. So. Das verkürzt schon mal meine Wege, die ich habe. Könntest du mal diesen Baum da fällen? Den da. Nein. So, dann bauen wir da mal den Weg an. Ich habe keine weitere Schaufel, von daher. Alles in Ordnung, noch eine Spitzhacke, davon brauche ich noch welche. Ja, ich mach mal ein 10er-Stack oder so. Ein 10er-Stack. Einfach mal ein 10er-Stack Spitzhacken bestellen. Da liegt ein Fisch rum. Ich würde auch Fische immer einfach auf dem Weg liegen lassen. Mache ich genauso. Beim Einkaufen lege ich auch manchmal das Brot einfach in den Schmutz, in den Schlamm. So, könntest du... Ich sehe schon kommen, alles kahlgeschlagen, dieser eine Baum steht noch da. Ja, der Müller läuft los. Ja. So. Der läuft nach Hause. Fuck, habe ich jetzt den Hammer? Jetzt habe ich den Hammer nicht mehr. Und ich glaube, ich brauche den Hammer noch, ne? Ich glaube, ich brauche Hammer, ja. Nein, raus. Nein, stopp. 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 Gut, ich muss noch ein paar Hämmer, glaube ich, auch. Ich glaube, der Schmied braucht Hämmer, oder? Braucht der Schmied nicht auch Hämmer? Ja, toll. Egal, jetzt habe ich einen Bauarbeiter mehr, kann auch nicht schaden. Doch. Das macht alle meine Maßnahmen. Ich habe gar keine Maßnahmen. Du könntest jetzt diesen verfickten Baum mal fällen, damit ich endlich dieses verfickte Wachhaus dahin bauen kann. So. Wir wollen anschließen. Kohle und Eisen. Das ist Kohle, ne? Ja. Das ist Eisen. Das da ist auch Eisen. Ja. Gut, anschließen. Das sind dann zwei. Ich muss jetzt mal die Bergwerke hochfahren. Zwei. Ich habe insgesamt vier Bauarbeiter jetzt. Was willst du von mir? Geologen hat Eisen gefunden. Ja, geil. Nicht diesen Baum fällen. Nicht diesen einen Baum fällen. So, gut, wenn ich jetzt schon vier habe, kann ich im Prinzip aber auch. Naja, kann ich nicht. Ich muss jetzt auf den Planierer warten, dass der mal dahinter gelaufen kommt. Ich habe doch zwei. Wo ist der andere? Steckt im Stau, glaube ich. Es fängt schon an, sich zu stauen, die Kacke. Nein, ernsthaft, wo ist der? Natürlich sagen, es ist sehr schön, dass man eine
Pyramide so nah an meiner Grenze ist. Muss man andere planieren? Wo planiert denn der? Nirgendwo. 1, 2, 3. Na, ich muss das Wachhaus dann noch anschließen. Ich würde sagen, ich baue das mal unten, aber das kann ich auch nicht, weil die dann meine Nahrungsproduktion killen. Das ist doch kacke. Was macht der Feind so? Ja, der wird immer größer, sagt die mir so. Ja, ja, dann natürlich, da baut er auch Scheiße, der kommt da rüber. So, jetzt kacke. Dann kann der. Oh oh. Wir haben bald Kontakt, meine Herren. Wir werden bald Kontakt haben. Was hat er mir da gebaut? Ich sehe es nicht. Was ist das? Das ist eine Angel. Gut, dann kann ich jetzt angeln runterfahren. Möchten Sie eine Angel runterfahren? Ja, Geologe hat Kohle gefunden. Schön für ihn. Das ist ein Hammer. Gut, davon brauche ich noch mehr. So, 1, 2. Freddy kommt vorbei. Da haben wir 3. Der Bäcker, und die haben immer noch nicht dieses eine. Alles, was ich will, ist, dass sie dieses eine Bäumchen da fällt. Alles mal ab. Da kann ich kein Wachhaus hinbauen. Oh, entweder weil das noch nicht verbrannt ist oder weil das andere zu nah ist. Vielleicht soll ich eine Festung hinbauen. Vielleicht hätte ich Festungen bauen sollen. Die bringen mir so viel. Ich habe nämlich so viele Soldaten, wenn ich sie bemannen kann. Aber ich kann bald erst. Erst brauche ich noch nicht. Nee, es ist einfach aktuell zu wenig. Ich muss erst noch das hier bauen. So, gut. Dann. Wo ist denn der andere noch? Ist der da dran gegangen? Der ist da drin. Sehr gut. Dann. Kann ich jetzt entweder das Ganze so machen. Das ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber okay. Passt schon. So. Ne, das wird nichts. Dies wird nichts mehr. So, eine Baustelle, zwei, drei, vier Baustellen. Gut. Dann kann ich da unten nur noch meine Produktion sichern. Da oben werde ich bald den ersten Speicherladen verladen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja? Ja, ja. So, was baust du mir da noch für einen Scheiß zusammen? Nicht, dass du mir jetzt irgendwie einen kompletten Kokolores zusammendrückst. Das ist noch ein Hammer. Ich glaube, die Hämmer kann ich dann erstmal runterfahren. Brauchst du mir jetzt erstmal keinen? Habe ich eigentlich schon zwei Zangen? Nein, ich habe auch keine zwei Zangen. Kann auch sein, dass die eine Zange noch irgendwo da oben rumliegt. Ist das eine Zange, die da liegt? Das könnte auch eine Zange sein, ich sehe es nicht. Nein, Zangen werden primär behandelt. Vorzüglich. Das braucht kein Mensch mehr. Hämmer. Liegen denn Hämmer überhaupt? Die werden auch relativ hoch behandelt. Das ist eine Zange. Sehr gut. Dann auch keine Zangen mehr erstmal, aber dafür Spitzhacken bitte. So. Und das nimmt doch schon Gestalt an. Hey, das ist doch schon mal was. Wir bauen mal eine Umgehungsstraße. Immer realistisch gesehen werde ich die bald brauchen, bin ich mir sicher. Erstmal die fetten am Start sind. Gut. Oder und das ist auch noch ein bisschen wertloses Zeug. Also okay, ich habe schon mal ressourcentechnisch einiges am Start jetzt. Gut. Dauert alles so ein bisschen, bis die Produktion so richtig anläuft. So, bauen wir mal noch eine Fahne hin. Eine Fahne. Da könnte ich noch ein kleines Gebäude reinkommen.
So, wie sieht's denn aus? 2, 4, 6, 8, 10 Felder. Das ist jetzt nicht so der Ausbund der Effizienz, aber okay. Da wird Fisch geangelt. Kann ich später noch bauen. Wie sieht's mit Stein aus? Habe ich noch einiges im Abbau. Vielleicht soll ich einen zweiten Steinmetz aufbauen. Was passiert, wenn man dem gar nichts sagt? Also wenn man alles auf Null setzt. So, was hat er denn? Er hat kein Gold, er baut ein Lager. Er baut... Ja, dazu sage ich jetzt mal, ne. Er hat drei Waffen, Alter. Der baut da mitten rein. Was? Warum? Was passiert denn? Nein, er hat da doch noch eine Goldmine reingekommen. Scheiße. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich brauche ganz schnell Gold am Start. Aber wahrscheinlich ist das noch eine goldreiche Map. Das heißt, du brauchst 2 Milliarden Barren, bis sie da... Alter. Irgendwas tut. Okay, der Rode scheint mir am wenigsten gefährlich. Der hat noch kein Gold. Dann kommt der Lilane. Vor allem, weil er auch sehr nah ist. Und dann der Gelbe, weil der wahrscheinlich so Endgame wird. Boss-Time. Aber gut. Das ist jetzt mal gut. Ich speichere mal und dann zeige ich mal noch kurz, was die Gegner so an Ressourcen auffahren. So am Start halt, während ich noch irgendwie gar nichts habe. Und 6, 5, 8, speichern bitte. Ich glaube, mein Chat ist eh eingeschlafen. Ende. Ja. Und zwar, also das da ist Ressourcen, Intelligenz der KI und das ist, wie schnell sich die Leute, glaube ich, reproduzieren. Und jetzt machen wir mal irgendwo hin. Das ist ja scheißegal wo. Wir haben ja Ressourcen. Kann ich mich hier aufbauen? Irgendwo? Wo ist denn da? Da ist Platz. Also, wenn man die KI auf Vollgas stellt, dann hat die folgende Ressource. Also, das heißt also, sie hat standardmäßig 3 Soldaten plus 197 neue. Das heißt, sie kann insgesamt 200 Soldaten ausbilden. Ich habe 10. 10. 200 Holz, 100 Stein, 100 Kohle. Die startet mit mehr als ich jetzt schon habe. 150 Eisen, Werkzeuge ohne Ende, Nahrung schon mal ordentlich. Dann die wichtigsten Männer schon mal. Naja gut, Männer technisch haben sie jetzt gerade mal nicht viel mehr am Start, aber das ist auch irrelevant bei den Werkzeugen. Die Leute vermehren sich schneller. Was mich zur nächsten Frage bringt, ist 5 Goldbahn, machen die was aus? Nein, es ist immer noch 25%. Da bin ich mal gespannt, wie viel ich hier machen darf. Ach, jetzt wollte ich noch mal kurz was gucken. Ja, möchte ich beenden. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Jetzt muss ich noch mal kurz laden. Mal gucken, ob das Laden funktioniert. Nein, ist kaputt. Das heißt also, die KI startet mit richtig dick Scheiße und ich nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Willkommen ganz unten. Also ich spiele bald. Ich spiele über 2 Stunden und habe noch nicht mal irgendwie Waffen gebaut. Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Aber egal, Karl. Das war's für heute mit der Aufnahme. Die Challenge geht dann, ich weiß nicht, nächste Woche? Ich weiß nicht. Nächste Woche würde ich wahrscheinlich Open Arena spielen, freitags und Samstag, ich weiß nicht. Ich warte irgendwie vielleicht lieber mal auf die neuen Grafiktreiber, neue Weinversion, vielleicht verschwindet dann der Nebel im Machines irgendwann mal. Man darf ja noch träumen. Und dann gucke ich mal, warum erzähle ich das in der Aufnahme, ich könnte das im Stream erzählen. Egal, Karl, das war's mit der Aufnahme, der Challenge für heute, ich mache ein anderes Mal weiter. Tschüss.